Beschreiben Sie die Bestandteile des Qualitäts, ich kürze mal ab, Audits. Okay, dann brauchen wir zunächst mal die Bestandteile, um sie dann beschreiben zu können. Beschreiben heißt ganze Sätze. Beispiele vielleicht sogar. Ich zeige Ihnen gleich mal eine Möglichkeit, wie man beschreiben kann. Aber zunächst mal die Struktur der Antwort. Wir haben ein Produktaudit. Wir haben ein Verfahrensaudit. Und wir haben ein Systemaudit. Und diese Rangfolge ist auch eine Rangfolge der Schwierigkeit der Beschreibung. Am leichtesten lässt sich das Produktaudit beschreiben. Und man könnte es beschreiben auch durch Beispiele, wie ich sagte, oder durch eine Leitfrage. Verfahrensaudit, was ist hier die Leitfrage, wenn man auf die Art und Weise prüft? Systemaudit, was ist hier die Leitfrage? Doppelpunkt, Doppelpunkt, Doppelpunkt. Ja, das ist hier eine besondere Möglichkeit, wie wir beschreiben können. Beschreiben, ich wiederhole, bedeutet ganze Sätze und möglichst Beispiele. Das heißt, man könnte genauso gut sagen, Produktaudit bedeutet zum Beispiel an einem Auto erklärt, dass man die Halbfertigfabrikate und die Endprodukte überprüft. Produktaudit, ja, Audit, audiere selber heißt hören. Ja, freier übersetzt prüfen. Aber eigentlich Fragen stellen und dann hören, was der andere sagt. Das macht ja zum Beispiel auch eine mündliche Prüfung aus. Der Prüfer stellt eine Frage und hört dann, was der andere sagt. Also Produktaudit. Audit, und man könnte es, jetzt muss man vorsichtig sein, man könnte es auch übersetzen mit Verhör. Ja, wobei wir da schon in der Richtung sind, in die wir jetzt nicht hinwollen. Denn das gibt es natürlich auch bei der Staatsanwaltschaft, beziehungsweise auch in Diktaturen. Ja, also das ist wieder eine Richtung, da wollen wir nicht hin, sondern Fragen stellen und dann hören. Was ist die Leitfrage? Was leitet alle weiteren Fragen? Sind die Halbfertigfabrikate und die Endprodukte in Ordnung? Ja, so könnte man die Leitfrage hier formulieren. Natürlich leitet dann die Frage nach dem Zustand der Halbfertigfabrikate wiederum nach dem Zustand der Rohhilfs- und Betriebsstoffe, ja, also der Bestandteile dieser Halbfertigfabrikate. Ja, also das ist die Leitfrage, aus der man andere Fragen ableitet. Das schreiben Sie, können Sie übrigens alles dahin schreiben. Ja, Sie können sagen, aus dieser Leitfrage werden andere Fragen abgeleitet, zum Beispiel die Frage nach dem Zustand der Materialien, der Rohstoffe, der Hilfsstoffe, der Betriebsstoffe. Denn nur wenn die in Ordnung sind, können auch die Halbfertigfabrikate in Ordnung sein. Ja, und so weiter und so weiter. Je mehr Punkte am Rand stehen, desto mehr schreiben Sie. So, Verfahrensaudit. Leitfrage. Wenden wir die richtigen Verfahren an und auch ist der Prüfer kompetent. Also hier geht es um die Prüfgeräte. Ja, nicht nur wenden wir die richtigen Verfahren, Prüfverfahren an, sondern auch sind die Prüfgeräte richtig eingestellt, kalibriert zum Beispiel. Ja, und ist der Prüfer, der die Prüfgeräte einsetzt, kann der damit umgehen? Auch das kann man dann im Weiteren schreiben. Das ist Verfahrensaudit. Man überprüft das Prüfverfahren. Und das Systemaudit, das ist im Prinzip am schwierigsten zu erklären, denn hier ist die Frage nach
nach dem Prüfsystem. Die Leitfrage ist, wird an der richtigen Stelle geprüft? Und zur Abgrenzung könnte man sagen, Verfahrensaudit bedeutet, wird richtig geprüft. Und Systemaudit wird an der richtigen Stelle geprüft. Ja, ist es besser zu prüfen, nachdem dieser Fertigungsschritt gemacht wurde oder ehe dieser Fertigungsschritt gemacht wurde? Das ist die Frage nach der richtigen Stelle. Und danach kommt die Frage, sind die Prüfgeräte, mit der wir nun an dieser Stelle prüfen, in Ordnung? Und die Menschen, die das anwenden, können die damit umgehen? Ja, das ist eine Möglichkeit, diese Frage zu beantworten. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.